Ja, wer ist denn hier der Jagger, ne? Hast du eine Makrele, ne? So, Küche, Fensterbrett ist gemacht, Spüle ist gemacht, Dings ist gemacht. Brauchst du nicht extra jetzt für den Video hier, weil ich gerade aufnehme, Achso, das extra sagen? Wusste ich doch nicht, dass du nur aufnimmst. Warum lügen Sie? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Aha, Sie kacken hier an die Wand und rauchen. Was geht? Willkommen auf meinem Channel, Freunde der Sonne. Ich kann nicht so krass reden, also sprich so mit Energie und Elan, wie ich sonst immer mache. Das funktioniert leider nicht, denn ich hatte eine fette Zahn-OP. Also ich finde schon, dass sie fett war in dem Sinne. Jeder reagiert ja da immer anders, aber für meinen Körper war das echt, ja, generell, ich meine, welcher Mensch da draußen mag Zahnarzt? Ein Zahnarzt, wenn du wirklich einen Zahnarzt leiden kannst, dann schreib es mir in die Kommentare, weil dann muss ich dich für verrückt erklären. Ich hasse es nur, wie die Pest. Wurde mir der hintere Backenzahn gezogen, nicht der letzte, sondern der vorletzte. In der Zahnarztsprache nennt man den auch den 3-6. Und wie man sehen kann, ist, glaube ich, die Backe noch leicht angeschwollen. Wobei ich sagen muss, es war nicht so schlimm wie bei dem Weisheitszahn. Konnte natürlich auch nicht zum Sport, bedeutet, ich bin jetzt schon fast bei 1,5 Wochen. Und ich gehe mittlerweile 6 Tage die Woche. Deswegen bedeutet das für mich einfach nur krasses Vermissen. Und ich sehe auf dem Kopf aus wie ein Stück Scheiße. Genauso wie hier, hier, da. Seiten auf Null muss mal wieder geklärt werden. Aber wie gesagt, keine Zeit und Aua und so. Wie willst du da hingehen und dir die Haare schneiden lassen und einen Bart machen? Aber ich muss auf jeden Fall mal wieder hin zum Barbershop. Tato. Ich habe mir gedacht, wir werden mal wieder ein bisschen vloggen. Wir sind hier gerade in meiner neuen Hütte. Neu. Ja gut, was heißt Neues? Seit Januar, also schon fast ein Jahr her. Ich kann nicht wieder lachen. Haben wir können. Bisschen die anderen zu zeigen. Auch Nora wurde hier, glaube ich, noch gar nicht festgestellt. Ich weiß nicht, ob ich dabei noch quatschen kann, weil ich muss ja auch arbeiten. Alles auf einmal geht noch nicht so krass. Normalerweise nehmen sich ja Leute irgendwie eine Woche Urlaub. Aber da du selbstständig bist, musst du gucken, wo du bleibst. Deswegen, 3 Tage müssen jetzt reichen. Und zwar war das der Freitag, Samstag, Sonntag. Heute ist Montag, also beginning, let's go. Leute, es darf natürlich heute bei der Arbeit nicht die gewisse Kanone fehlen, und zwar Mr. Banana. Mr. Banana kommt heute mit. Puh. Damit ich natürlich schön auf meine Nährwerte komme, habe ich hier in dieser wunderschönen Box Spinat drin, diesen Dafcon Frischkäse, Family oder so heißt der, keine Ahnung, so eine russische Art von Frischkäse, der ganz wenig Fett hat, und 4 Eier und ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Kokosöl. Das ist eine ordentliche Portion. Ich glaube, das sind fast 100 Gramm Eiweiß, fast. Und da ich püriert nur essen darf, kann, habe ich mir natürlich sowas gemacht. Und hier so ein Pudding, sowas kann man alles hier wunderschön essen, weil Fleisch und so geht nicht. Esse ich aber in der Woche sowieso nicht. Hier sind noch meine wunderschönen Tabletten, die dafür sorgen, dass es mir heute wunderschön geht. Ihr wisst schon, was ich meine. Und hier haben wir einen wunderbaren, legendären, beziehungsweise wunderlegendäre, ich kann nicht quatschen, ne? Steine. Und zwar 3 von meiner Tochter, die packt die hier mal rein. Wir sammeln Steine. Ja. Und schwuppdiwupps sind wir im Laden angekommen. Ich merke, umso mehr ich jetzt gerade spreche, umso mehr tut mir die Fresse weh. Das bedeutet, ich muss jetzt langsam wieder betäuben, weil die Scheiße wirkt ja nicht immer gleich sofort. Wie so eine geile Spritze. Das ist das einzige Gute bei dem Zahnarzt, ist nicht wieder, wie der mit der Spritze bei dir eindringt und es wehtut, sondern danach, wie schön dir das Schmerz, den Schmerz nimmt. Oh, ich kann gar nicht quatschen. Komm gleich klar. Sarah, Mensch! Was geht? Du bist wieder da! Du bist wieder im Vloggen! Im Vlog meine ich. Was haben wir denn hier Schönes? Den Kakadu? Nee, den kann ich. Wie ist der Tukan, ne? Tukan. Hier haben wir, du musst mir mal helfen. Kobalt Maki. Genau, ein Kobalt Maki, also kein Sushi-Stück, sondern einen anderen Maki. Und die haben wir wie immer, den guten alten Tiger. Und das werden wir jetzt hier so ein bisschen verbinden. Hier geht's weiter. Ist ja witzig, wir haben schon mal bei dir gevloggt, fällt mir gerade auf. Und zwar die gute alte Pickel-Szene. Oh Gott, da hab ich schon wieder mich. So, Freunde der Sonne, jetzt geht's in die zweite Runde. 18 Uhr Termin ist da. Abgeheilt, muss noch fertig gemacht werden. Wir machen jetzt quasi hier die Verbindung zu dem oberen Tattoo. Was haben wir denn hier Schönes? Oha, Mashallah, alles abgeheilt und das wird jetzt verbunden quasi
Den Rest hier zugemacht, weiß noch reingemacht und ein bisschen noch im Gesicht, in the face. Auf 2000 Milligramm Schmerzmittel wird das jetzt noch fertiggestellt. So, Freunde der Sonne, wir sind für heute durch. Sieht das Ganze aus? Dreh mal ein bisschen. Wir haben ein bisschen Freestyle-mäßig noch was eingearbeitet. Dreh mal wieder zurück. Schöne Verbindungen geschaffen. Und so sieht das Ganze aus. Und Next Step machen wir hier, wa? Aua. Das Zeug jetzt hier nicht beachten, was die Flüssigkeit ist. Das ist nämlich Tattoo-Finish. Das macht man rauf, damit die Haut sich jetzt richtig schön entspannen kann. Das ist ein Wundstillmittel, damit das Pflaster gleich wunderschön halten kann. Was wir gleich raufkleben. Wie ihr sehen könnt, versuche ich hier die ganze Zeit... Oh Gott, wie nah ich dran bin, Alter. Warte mal, ich muss mal so halten. Hier, so ist tausendmal besser. Hat man nicht so ein fettes Gesicht. Ich versuche jetzt ein bisschen mal mehr zu vloggen. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, was bringt es mir eigentlich immer einen Tag nur zu vloggen und das dann irgendwie zu schneiden und hochzuladen, ist ja langweilig. Das passiert ja nicht jeden Tag irgendwas. Wobei, vorhin hätte ich gerne die Kamera gehabt, weil ich habe ein bisschen gefreestylt und ich freestyle immer sehr gerne und da kommt immer, ja, wie soll ich sagen, ziemlich großer Mist bei rum. Und leider habe ich es nicht gefilmt und da könnte ich schon wieder kotzen. Aber ist jetzt leider so, kann man nichts machen. Naja, ja, ich habe mir einfach überlegt, ich werde jetzt immer die ganze Woche sozusagen vloggen, also jedes Mal immer so ein bisschen was zeigen, filmen, welcher Tag, wann, wie, wo ist, das werde ich jetzt hier irgendwie markieren, ich werde das einfach alles zusammenschneiden quasi, aber natürlich schon so in einem Rhythmus, dass heute ist quasi Montag, wenn ihr mich plötzlich mit einem anderen Shirt seht oder so, wobei das könnte auch am Tag trotzdem mal vorkommen, dass ich ein anderes Shirt dann habe, fällt mir gerade auf, zum Beispiel schon alleine, wenn ich zum Sport gehe, deswegen schneiden wir raus, Sascha. Dann lassen wir drin. Scheiße. Auf jeden Fall ist ja auch völlig egal. Ich werde immer eine Woche reinpacken. Ja? Wir vloggen jetzt quasi immer eine Woche im Hause Tintenfüller. Ich werde aber auch noch ein paar andere Sachen hier preisgeben und zeigen und vloggen. Ich habe voll Bock mit euch zu kochen. Ich habe Bock mit euch Sportsachen durchzunehmen. Da habe ich richtig Lust drauf. Ne? Deswegen bleibt dran. Guten Morgen. Wir haben Mittwoch. Ja, Freunde der Sonne, was soll ich sagen? Oh, Tochter ist gerade ganz schön laut. Was soll ich sagen? Sie lässt mich nicht reden. Ich habe gestern vergessen zu filmen. Ich wollte eigentlich das Simpson-Werk präsentieren, der Sleeve, den wir gerade begonnen haben, also beziehungsweise gestern begonnen haben. Aber ich habe es vergessen, beziehungsweise war anscheinend nicht Herr meiner Sinne. Ich war noch ein bisschen auf Schmerzmitteln. Und habe ich leider vergessen, aber ist ja nicht so schlimm, Mensch, kann mal vorkommen. Wir haben auf jeden Fall viel geschafft, ein bisschen zu viel, also wirklich ein bisschen zu viel im Sinne von für den Herrn, weil der am Ende dann ein bisschen Probleme hatte körperlich, aber das ist ja normal. Kurz hinlegen, ein bisschen Zucker zu dir nehmen, kurz chillen und dann geht das. So, ich habe natürlich mal wieder vergessen zu filmen, deswegen gehen wir mal schnell rüber und filmen noch ein bisschen Nora, weil die ist ja auch hier neu am Start. Was heißt neu? 6 Monate her oder so. Hier ist die Nora. Film gerade ein bisschen? Ich film gerade ein bisschen und sie tätowiert, meine ich. Nora, kommst du klar? Ja. Wie ist die Maschine? Gut. Ja? Ja. Ist ein Traum? Ja. Also ich habe immer so Angst, meine Schlüssel zu verlieren. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Star Wars darf natürlich an dem Tag auch nicht fehlen. Ist aber ganz klar. Sehr, sehr berühmte Stelle. Ich auf die Beinhaare erstmal filmen. So, Freunde der Sonne, es ist die letzte... Nee, ich wollte gerade sagen, die letzte Woche. Was quatsche ich denn da? Wann ist der letzte Tag der Woche? So, und zwar, wie ihr sehen könnt, ist die frontale Wand, wo der Fernseher dran war, wo man ein bisschen, ja, gamingmäßig halt seine Zeit vertreiben konnte, während man auf den Kunden wartet mit der Mittelinsel, ist verschwunden. Das Ganze wurde jetzt umgebaut, auch der Kühlschrank und sowas alles. Normalerweise war er hier zu. Hier kann, perfekt, hier kann man es doch noch sehen mit dem Strich, Mensch. Hier kann man es doch noch sehen. Und zwar wurde das alles umgebaut, damit das hier einfach größer wirkt. Mir war das irgendwie zu klein. Wir haben uns alle, wie gesagt, wir haben hier alle nur irgendwie hier vorne, ja, uns aufgehalten. Ja, das war also relativ, ich meine, das ist hier über 96 Quadratmeter, glaube ich. Und wir haben daraus irgendwie nur 50 gemacht. Der Rest war irgendwie nur da hinten und keiner war da. So kann man jetzt mehr hier hinlaufen. Hier passiert einfach mehr, ne? Hier ist jetzt einfach mehr aktiv. Okay. Ich zeige euch mal kurz meinen Parker. Ich wurde heute schon wieder ausgelacht. Peter Parker, ich zeige euch den mal. Guck mal, wie lang der ist. Warte, ich mach kurz einen auf Model. Wie ist auch mitten im Umbau, wie man wieder sehen kann.
weiter steht hier. Auch damit wir wieder unsere ganzen Videos und Fotos an einer Fotowand machen quasi. Kommt hier eine Schnur ran, dann kann man das so rausziehen. Und dann wird hier quasi fotografiert. Und endlich kann man auch mal den wunderschönen Teppich, ja, sehen und genießen an dieser Stelle. Genießen. Ja, finde ich absolut geiles Ding. Hier hinten, das bleibt noch... Was heißt, es bleibt noch geheim? Ich habe es ja schon mal gesagt. Hier kommt halt so Piercing und sowas alles, aber das, da müsst ihr euch noch gedulden. Ja? Da müsst ihr euch leider noch gedulden. Denn da muss eine Person noch ordentlich Gas geben. Ne? Auf jeden Fall, dann beenden wir mal jetzt hier so das Video an diesem wunderschönen Hulk-Licht. Ja, das war's mit dieser Woche. Ich hoffe, nächste Woche wird ein bisschen mehr gefilmt. Wie gesagt, ich musste auch erstmal wieder reinkommen. Dass ich auch dran denke, die Kamera rauszuholen, oder ich will die halt einfach hier so im Laden liegen lassen, ist ja logisch, der macht das schon gerne, aber vielleicht werde ich mal eine zweite mit reinwerfen, beziehungsweise ich habe ja sogar eine zweite, aber die lässt sich komisch laden und die ist eigentlich perfekt, das ist so eine kleine Handcam, eigentlich wäre die auch geil, mal gucken, wir lassen uns da was einfallen. Freunde der Sonne, das war's mit der Woche, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wobei das Video kommt wahrscheinlich am Sonntag raus, da ist das Wochenende schon vorbei, also wünsche ich euch einen schönen Wochenstart und da war ein bisschen Schwanz gerade im Mund. Also bis dann, Antenne, haut rein, Brian, wir sehen uns im nächsten Vlog. Wobei, es gibt wahrscheinlich nochmal ein Informationsvideo vor dem Vlog dann, weil es hat sich bei den Farben wieder was geändert, im positiven Sinne. Haut rein, ciao.